Oh, meinem Mann geht's heute nicht gut, der bleibt heute ein bisschen im Bett liegen. Eben vom Land. Also, was haben wir hier? Spitzhören hier, Züchte, Wildbaum, Obstgarten heran. Aha, ja, das weiß ich doch schon. Morgen Wetter, klar und sonnig und die Geister sind heute gut drauf. Ne? Das ist doch schon mal etwas. Oh, der Käse ist fertig. Verlasse ich mal dran. Was ich freuen, wenn er aus dem Bett kommt. Alles fertig, alter Schwede. Lol. Ja, Tür zu. So. Alle durchgeknuddelt. Die Eier einsacken. Du sollst nicht. Oh. Füttern. Einmal läuft, Leute. So. Und noch einsammeln. Knuddeltime! Wollen wir auch mal aus dem Bett raus, ne? Ja, unten ist was Schönes. Unten? Ja, musst du mal in den Keller gehen. So, in den Keller. Ja, geh in den Keller. Käse ist fertig. Jenny hat heute keine mehr? Ja, das wollte ich dir überlassen. Oh. Olle. Legendärer Ziegenkäse. Schon krass, ne? Auslassen die Guten. Ja, jetzt auch mal Zeit, ne? Hast Hat du ja dich schon um meine Hühnchen gekümmert? Ja, Na, alles Dankeschön. schon erledigt. Da man ja nicht weiß, wie lange man dann doch im Bett bleibt, ne? Muss ich auch noch wegbringen. Batterieproduktion läuft auch ganz gut. Kann man nicht meckern. Das Gefühl, die wollen einfach nicht wachsen, die Bäume hier. Das, obwohl es jetzt die letzten Tage so schön geregnet hat. Nein, nicht da gießen, nein. Ach ja, genau, eine Emily, eine Aprikose. Irgendwo Eine eine Aprikose. Aprikose? Ja. Ich bin der Meinung, wir haben irgendwo eine Aprikotze. Pfirsich? Ja, dann haben wir doch keine Aprikose. Wir hatten mal eine. Boah.
Oh, da ist schon wieder was rein. Tomaten. Die Sonnenblumen. Schnell gegossen. Käse nach unten bringen. Ja. Oink, oink. Hätte man von draußen aber auch mal einen Zugang machen können. Hm. Beiden Fuller sind. Ich glaube, heute ist Donnerstag. Die sind, glaube ich, heute beim Yoga oder bei Aerobic. War da nicht was? Kann gut sein. Nee. Der Raum ist leer. Wollten sie dich nicht mitmachen lassen? Nee, ich stehe auch nicht so auf Aerobic. Da ist die. Noch nur 2 Sterne. Ich sehe Bienen und Schmetterlinge als meine speziellen Freunde. Die nimmt echt irgendwelches komisches Zeug. Kannst du mir erzählen, was du willst? Was ist jetzt die andere? Geht die andere? Cody. Also. Ich glaube, die arbeitet noch. Entschuldigung. Geht da nicht. Ist die bestimmt zu Hause? Das nur, um dich zu ärgern. Natürlich. Da ist er. Ach, da ist er. Danke dir, das versüßt mir meinen Tag. Das ist doch sehr schön. Hast du auch mal meinen Schleim drin? Nee, da war ich nicht drin. Dies ist, zu schleimig. Ja, das ist mir eindeutig zu schleimig. Okay.
Jo, dann schlaf gut, Fiana. Bis morgen. Bis morgen. Ja, durch dass du dann mal vollgeschleimt bist und dann wieder nicht, kriegst du das nicht mehr. Deswegen bin ich da nicht reingegangen. Mein Wein ist fertig. Mein Wein ist fertig. Ganz links. Und noch was frei? Ja, Mist. Ja, zwei sind noch frei. Drum, so rum. Ja, hör rum. Genau. Oh, drei sind noch frei. Samstag beziehungsweise Montag. Okay. Dann mal viel Spaß. Er ist noch am Pressen. Ja. Die Schleimpresse. Nee, habe ich gerade reingeworfen. Oh. Also ja, nicht mehr genügend. Ja, also der Ziegenkäse bringt 960. Und der normale Käse 552. Einer. Ist doch nicht verkehrt. So, oh, wir haben schon wieder 42.000. Gucke, wurde erdrosselt. Morgen wird's sonnig und heute sind die Geister gut drauf. Ja, den Käse kann ich nicht nochmal reinpacken. Naja, mehr wie legendär gibt's ja, glaube ich, auch nicht. Naja, das hätte vielleicht legendär mit zwei Sternchen sein können. Ich fahr vom. Oh, da ist viel reif. Oh. Wein, Bier. Ich hole mir noch ein helles ab. Ja. Die müssen wir jetzt zu Pam bringen, ja. Dann erstmal wieder Neues reinschmeißen. Dass unsere Produktion hier ins Stocken kommt. Das wäre fatal. Elfatal? Ja, aber sowas von. Kannst du gar nicht kennen. Mit Elfatal. Ist Aladdin die Serie, deswegen. Ach so, ja. Nee, hey, das kenne ich dann halt nicht. Ein Trüffel! So, einmal durchknuddeln. Wunderbar. So gefällt das. Und mal wieder die Blaubeerproduktion anschmeißen. Blaubeer-Gelee-Produktion erfolgreich gestartet. Mhm. So, dann das dann auch wegbringen. So und so.
So, und das. Das und das. So. Ja, damit Schlürf. Ah, so muss es sein. Ziemlich gut und hopfig. Mit einem Hauch von Zitrone, aber einem robusten Hauptteil. Der ist festig. Danke, mein Kind, das bedeutet mir viel. Ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen. Ja, hier kommt die zweite Fuhre. Yeah! Oh, nur 350 dafür bekommen. Ja, haben oder nicht haben. Ich erbärm mich. Erledigt. Aber sie war sehr einfach zufriedenzustellen. Ja, so wie ich mit Knoblauch hab. Und schon wieder eine einmal Weizen fertig und Blaubeer. Oh Mann. Das mit den Blaubeeren, das läuft. Läuft das, ja. Aber sowas von. Ja, ich weiß, dass das weit weg von mir ist. Ich hab aber Ersatzdroge. Der war wusch. Und hin und wieder mal Kräuterhack. Gar nicht verkehrt, muss man sagen. Kommt zwar wirklich nicht an Knoblauchhack dran, aber ist nicht verkehrt. Kann man essen. Es geht. Ja, wenn man es dann mit Zwiebeln. Und so, ja. Aber ohne Zwiebeln, nee. Nee. Okay. Ja, da muss man sagen, die Zwiebeln heben das Ganze nochmal schön an. Ich weiß nicht, ich bin am Überlegen. Ich glaube, dass man Fasern auch in Dings umwandeln könnte. In was denn? In Futter für die Tiere. Ich guck mal. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Dass man das trocknen konnte oder so. Tiere. Was sagt meine Frau zu mir, als ich Kräuterhack gegessen habe und gesagt habe, ja, man kann es essen? Krank bist du erst. Sorgen muss man sich machen, sobald du sagst, es schmeckt besser als Knoblauchhack. Das ist ja auch so. Nee, habe ich jetzt nicht. Sammeln, gucken wir doch mal hier. Nee. Nö. Der Meinung, dass da irgendwie was war. Und mit den Fasern was machen konnte. Fasern, so.
Blau. Nö. Nö? Nö, steht jetzt hier nichts bei. Dass man damit was blauen Schleim Butter herstellen kann. Genau, sie wird geschlachtet. Sind die ganzen Männchen. So, hatte ein paar weniger. Hauptsächlich Weibchen. Gut. Ja, so richtig separieren kann man die da nicht, ne? Man müsste mal gucken, ob man da Mauern machen kann oder so. Halt so eine Durchgangsmauer, ja. Dass man sie irgendwie so separieren kann. Ich wieder ein bisschen Weizensaat, die pflanze ich aber erst morgen ein. Warte mal, da sind die Erdbeeren drin. So. Fangen wir da rein. Na, hast du noch was für unsere? Oder war was fertig? Käse hatte ich jetzt noch. Na, dann packen wir so in die Kiste zum Verkaufen. Wir haben es nötig. Ja. Schließlich haben wir nur 42.000. Deswegen haben wir es ja nötig. Die schläft zu fest. Yep. Oh, was hat denn da so viel Geld gebracht? Ach, Käse. Ach so, die Blaubeeren, die ich komplett verkauft habe. No. Bei Geld der Masse. Gebracht. So.